Zeit, ja. Ja, vor einigen Jahren war ich in Nepal mit einer Gruppe, auch mit Damen und einem Mann, die so in meinem Alter waren. Und wir sind gemeinsam dann nach Kathmandu geflogen. Und von dort aus, weil alles sehr geregnet hat, konnten wir nicht mit den Autos hinfahren an unserem Start, sondern wir mussten mit dem Hubschrauber fliegen. Und das war natürlich wunderschön, weil wir flogen dann richtig den Schneebergen zu. Und sah man, also jetzt haben wir einfach diese Berge, diese Silhouette war einfach wunderschön. Die Und unten, 8000er, ja, und unten die terrassierten Felder und Hügel. Und dann sind wir in einem Dorf gelandet und natürlich das ganze Dorf kam an und hat zugeschaut, wie wir da auf der Wiese gelandet sind. Und ja, und das Trekking war so geplant, dass wir gezeltet haben, immer zwei in einem Zelt. Und jeden Tag sind wir ungefähr so sechs, sieben, 8 Stunden gegangen. Und wir fingen an in den Tropen. Es war, also Kaffee wuchs da und weiß nicht, also auf jeden Fall Kaffee auch. Und es war sehr tropisch heiß und schwül. Und wir gingen an einem Flusslauf entlang und es ging immer rauf, runter, rauf, runter. Am Abend war dann wenig Höhe erreicht, weil es ständig rauf und runter ging. Sehr steil ging es auf der Seite dann runter. Also ich bin nicht ganz schwindelfrei. Ich habe dann mich mehr an die Wand gedrückt, damit ich da nicht runterfall. Und ja, es war sehr, sehr menschenleer. Also wir sind immer nur ab und zu mal in ein kleines Dorf gekommen, wurden bestaunt und wurden angeschaut. Ich kam manchmal vor wie im Zoo, als ein seltenes Tier beobachtet zu werden. Und ja, wir stiegen dann immer höher und der Höhepunkt war, dass wir an einem, das war der Ganesh Himal, das war unser Zielberg, also vor dem, da haben wir dann die letzte Rast gemacht. Der ist, glaube ich, kein 8000er, aber 7000 oder was. Auch ein sehr eindrucksvoller Berg. Und davor ist ein Kloster, ein Frauenkloster, und da haben wir 2 Nächte übernachten dürfen. Der Raum, wo die Gottesdienst gehalten haben, da durften wir beim Gottesdienst dabei sein, bei den Nonnen. Und die waren ausgesprochen heiter und fröhlich und haben wir, also bei dem Gottesdienst wurde Buttertee gereicht und wir haben natürlich auch einen gekriegt. Und sie haben wunderschöne Musik gemacht mit Instrumenten und also es hat mir sehr gut gefallen, wie die da gesungen und gespielt haben und gebetet haben. Und schlafen durften wir in einem alten Gebetsraum, der leer stand. Und dann wurde uns von dem Geistlichen, der da auch zu der Gebetsfeier da war, gesagt, dass wir also mit dem Kopf zu den heiligen Bildern schlafen sollen und nicht mit den Füßen. Weil er hat beobachtet, dass wir falsch geschlafen haben. Und dann haben wir uns also alle bei der nächsten Nacht richtig hingelegt. Und am Morgen haben dann die Nonnen mit so Muscheln oder Hörnern geblasen. Und dann wurde so ein Feuer gemacht. Ich habe vergessen, wie es heißt. Da wird dann so Kräuter und so Pulver reingeworfen. Und dann gibt es einen guten Geruch. Und man mischt dann auch was, wieder leise. Der andere war sowas von heiter und fröhlich und entspannt. Und die haben sich amüsiert wir hatten Brillen dabei, über die Brillen und haben gelacht und waren richtig fröhlich und sind nur mit Sandalen und mit nackten Füßen, wir waren angezogen wie die großen Bergsteiger mit dicken Anoraks und Mützen und Handschuhen und die mit kurzen Ärmeln zum Teil. Also es war schon sehr, ich meine, die war vielleicht auch nicht sehr warm, aber so gefroren wie wir haben die nicht. Ja, das war ein sehr schönes Erlebnis, in diesem Kloster da sein zu dürfen, die Atmosphäre da zu spüren. Und ja, das war so der Höhepunkt der ganzen Reise. Und ja, und dann von da aus sind wir, nachdem wir aber leider so viel Schnee war, konnten wir nicht noch ein Stückchen höher steigen. Eigentlich war noch geplant, noch ein bisschen zu wandern.
Ich wäre, glaube ich, nicht mehr mitgegangen. Mir hat es dann gereicht ab 3400. Und dann sind wir wieder abgestiegen und einen etwas anderen Weg wieder nach Hause gegangen. Unterwegs sind wir in einem Dorf gewesen, was ich auch also sehr eindrucksvoll fand. Da sind wir ganz steil, mussten wir hochgehen bis zu den Rhododendronbüschen, also wo dann die Leute auch das Holz geholt haben. Es wurde immer weniger Holz, die brechen ja auch leider alles ab. Mhm. Und da gingen die jungen Frauen und die Mädchen zum Teil mit ihren Körben, die haben dann, tragen die Körbe mit der Stirn, haben dann ihre Kinder in einem Korb drin und sie reden da und stricken nebenbei. Die gehen im Berg hoch, stricken, reden, oben haben sie dann noch ein bisschen getanzt. Und unser Führer, der Chatur, das ist ein Nepalese, der hat dann auch immer so mitgetanzt, also so ganz wunderschön. Und das dann mit dem Panorama, mit den schneebedeckten Bergen und diese jungen Mädchen, die da getanzt haben, es war einfach richtig schön. Ja. Ah ja, und nee, da fällt mir noch was ein. Als wir dann in Kathmandu waren, da haben wir, also das, was mich sehr, sehr fasziniert hat, war der Besuch beim Vishnu. Der Vishnu, der schläft ja und wartet, der schläft und wenn er erwacht, dann, ich weiß nicht, dann geht die Welt, glaube ich, dann, also ich weiß nicht, auf jeden Fall soll er wach werden. Und solange er nicht wach wird, also ich weiß jetzt nicht genau, was dann, warum er schläft. Und er liegt also in einem, mit einer, auf einer Schlange. Und also es ist riesengroß, ich weiß nicht wie viel Meter, 5, 6 oder 10 Meter lang. Und liegt dann und wird von zwei Dienern, wird er jeden Tag gewaschen und kriegt neues Tuch umgewickelt und dann Blumen kriegt er hingelegt und Speise auch. Und um 12 Uhr mittags, glaube ich, dann fangen so Musiker an, einen Höllenkrach zu machen, um ihn aufzuwecken, damit er wach wird endlich. Aber auch wie wir da waren, ist er nicht wach geworden, er hat weiter geschlafen. Und nebenan saßen die Sadhus, 3 oder 4, und haben da also auch etwas Bizarre da gesessen und haben also auch den Vishnu verehrt und so. Das hat mir, fand ich sehr spannend, wie das da, dieser Glaube, dass der da wach wird, also ist mir sehr fremd, aber mein. Es ist ja so eindrucksvoll, so zu erleben, wie Leute glauben können oder wie intensiv sie glauben können. Fand ich schon, ja, sehr schön.